Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Tag der Deutschen Einheit und ich war gerade beim Training. Also wir hatten 10 bis 14 Uhr Mannschaftstraining, haben halt den Feiertag genutzt und jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde zum Packen. Denn für mich geht es ein paar Tage nach Würzburg zu einer Freundin von mir. Und wer folgt mir noch seit der Würzburg-Zeit? Ich glaube, relativ viele, oder? In der Würzburg-Zeit habe ich so einen krassen Zuwachs bekommen an Followern. Erinnert ihr euch noch, ich in meine WG gezogen bin und so. Das war das erste, was ich nach dem Abi gemacht habe. Und vielleicht fahre ich ja noch mit dem Fahrrad mal bei meiner alten Wohnung vorbei. Ich bin ein bisschen excited, weil seit meinem Auszug war ich dort nicht mehr. Und ich freue mich. Und wenn es uns gut genug geht, wir waren so ein bisschen am Erkältungskränkeln, wollen wir auch feiern gehen und so. Und ich freue mich einfach voll, wieder in Würzburg zu sein. Und ich werde in den Cafés arbeiten und am Main spazieren gehen und so. Ich freue mich. Aber jetzt lass uns erstmal packen und zum Bahnhof. Viel Spaß bei dem Video. Und jetzt haben wir noch über eine Stunde noch, ne? Ja, eine Stunde. Zehn. Ja, sind wir jetzt Richtung Fulda und dann haben wir es auch bald geschafft. Guten Morgen. Es ist so kalt. Ich bin jetzt bei Ronja in ihrer WG, in der sie wohnt. Sie, weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber sie studiert hier Medizin. Sie ist jetzt im, keine Ahnung, 8. Semester oder so. Und sie wohnt hier in der WG mit noch 3 anderen Leuten. Und sie ist gerade arbeiten in der Praxis bis mittags. Sind halt erst so 2 Uhr eingeschlafen, weil wir so lange noch geredet haben und ich werde jetzt aber gleich einmal am Laptop eine Sache erledigen, die ich die ganze Zeit schon erledigen wollte. Und dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und fahre mal los. Irgendwo was zum Frühstücken holen und mal gucken, wie gut ich mich noch auskenne in der Stadt. Und die Sonne lacht, also es wird bestimmt schön. Soll ich so gehen? Oder soll ich einfach einen Pulli anziehen? Also quasi so. Aber das Kleid ist schon cool, oder? I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. Mein Ansatz ist so ein bisschen fettig und ich wollte mir das so ein bisschen so zurückmachen und dann so locken in den Kopf. Ich habe auch kein Gel oder so mit, deswegen nehme ich jetzt einfach mal meine Spülung. Wird bestimmt gut gehen.
Also ich habe vor 4,5 Jahren für 8 Monate hier gewohnt. Und davon nur 2 direkt in Würzburg in der Stadt. Deswegen bin ich gespannt, ob ich mich noch so ein bisschen auskenne oder nicht. Weil meinem Gefühl nach nicht, aber so viel kommt mir halt bekannt vor. Deswegen, let's see. You were burning like a summer in my heart. Till you found another northern star. Following a lover right out of my ocean. And I was broken. But you know what they say. Time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever. Like I never thought forever was you. My skies are blue. Dancing kind of weather back together like I wasn't in two. Pieces of a dream, every little thing I thought we'd be, learning how to let go of all the ways you burned me, and I was hurting, but you know what they say, time's got a good way of healing, I'm back to feeling, I'm happier than ever, like I never thought forever was you. Okay, ich will jetzt nicht so spannermäßig. Ich will nicht so spannermäßig filmen. Da habe ich gewohnt. Da habe ich gewohnt. Ich hatte so ein Zimmer und es war riesig. Und ich habe es noch hierher gefunden. Das war meine Intuition. Die hat es mir gezeigt. Genau wie erwartet. Nicht mal ein blödes Sandwich. Oh, shit. Du bist wohl die Tochter der neuen Frau meines Vaters. Wie wär's mit einem Angusrock? Da haben wir auch noch das Wildeste angenommen. Gladiatorenkampf. Und es ist wirklich ein Gladiatorenkampf. Das kann nicht sein. Stress? Was für ein Trauma hast du erlebt, dass du auf diese Art Stress ab... Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's a motto, so we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in the sunburnt El Dorado. Don't worry, that's a motto, so we keep moving along. Hallo, guten Morgen. Nicht drüber, als würde ich jetzt mit dir reden, damit du nicht kommst. Wir waren gerade frühstücken und sind jetzt auf dem Weg zu Ikea. Ja, ich wollte ein paar Kerzen kaufen und Bettlaken. Und Ronja auch. Und eventuell wollen wir heute Abend noch so 15 Minuten feiern gehen oder so um 22 Uhr, als ich dann noch wach bin. Deine Meinung zu Mia Culpa gestern? Schwierig. Gute Geschichte, oder? Ja. Tiefsinnigkeit, Tränen. Ich habe mich auch als Frau verstanden gefühlt. Genau so stelle ich mir das immer vor. 1 von 10. Ohne dramatisch zu sein, aber wir hatten den enttäuschendsten Moment unseres Lebens, weil es kein Top-Up gab. Ja. Weil das Personal irgendwie streikt. Toll. Okay, tschüss. Ronja ist gerade beim Handballtraining und ich habe geschlafen. Ich bin irgendwie so fertig.
und so müde. Morgen früh geht es relativ früh für mich nach Hause, weil die Zugpreise, was ist denn mit den Zugpreisen los? Ich bin früher mega viel Zug gefahren, aber da hatte ich eine Bahncard 50 und man kann ja gar nichts mehr spontan buchen. Was ist das bitte? Also ich hatte Zug für die Hinfahrt, hatte ich geguckt und dann waren es bei 45 Euro. Und dann habe ich einen Tag später geguckt und dann waren es 55 Euro. Habe ich schnell gebucht. Dann habe ich meinen Zug für jetzt Freitag rausgesucht. Das waren dann um 13 Uhr irgendwie 55 Euro. Und da ich aber noch nicht wusste, ob ich wirklich hierher fahre, habe ich den erstmal noch nicht gebucht. Dann habe ich vorgestern geguckt, gab es den Zug schon nicht mehr, waren 130 Euro. Und dann habe ich 2 Stunden früher noch einen gefunden für 55 Euro. Habe ich wieder geguckt, 130 Euro. 130 Euro. Also musste ich jetzt nochmal 2 Stunden früher. Ich kann doch nicht in so ein paar Stunden Zug fahren für 250 Euro dann insgesamt. Was ist denn das? Naja, und jetzt fahre ich um 8.30 Uhr für 60 Euro. Und Sitzplatz habe ich mir auch reserviert, weil wir auf dem Hinweg auf dem Boden saßen. Also ich habe gekauft bei Ikea so einen großen Teelichter. Ich habe zu Hause noch so Dinger, wo ich die reinpacken möchte. Und dann habe ich mir 2 Vanillekerzen gekauft. Ich wollte den rosa, aber ein rosa war nur ein anderer Duft und das roch eklig. Und jetzt ist Burger von Hans im Glück auf dem Weg. Und darauf freue ich mich, das gleich zu essen. Aber ich bin immer noch heartbroken, weil ich keinen Hotdog bekommen habe. Und ich freue mich morgen im Zug richtig was abzureißen. Ich glaube, ich werde richtig was schaffen. Also ich habe richtig was vor, was ich alles erledigen möchte. Oh, bin ich so müde. Oh mein Gott. Ich sehe uns übrigens nicht feiern. Wahrscheinlich schauen wir uns wieder einen trashigen Film an. Der Vater meiner besten Freundin oder so. Also wir wollen halt möglichst was Trashiges, Witziges gucken. Was man nicht auf ernst nehmen kann, aber es gibt halt auch... Aber der Film ist, glaube ich, auch ein bisschen tatsächlich ernst. Mal gucken. Also wir haben hier 2 Scheibenburger, der heißt irgendwie so Glückspilz. Glückspilz. Und Bummes. Und ja, die hat aber keine Gewürzgurken, was mich ganz toll enttäuscht hat. 19,50 Euro. Ja, mit Karte bitte. Ja. Es war vielleicht vorauszusehen, aber wir gehen nicht mehr feiern. Wir haben Eis geholt und gucken jetzt noch einen schlechten Film. Vielleicht ist er gut. Vielleicht. Und wir in Würzburg machen alle Läden um 20 Uhr zu. Oder Bayern generell? Bayern. Crazy. Deswegen haben wir keinen Supermarkt mehr gefunden und waren an der Tankstelle. Kommt doch mal her, seht euch das an. Es ist unbezahlbar. Wow. Ganz ehrlich. Nein, noch nicht. Wenn du Schlafhose hast, du da an. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Get out the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's a matter. So we keep moving along. Ooh. Dropping down a Cabo in the sunburnt El Dorado. Don't worry, that's the motto. So we keep moving along. Ich bin zurück zu Hause und Marcel ist jetzt noch über eine Woche auf Geschäftsreise in Berlin. Das heißt, ich bin wieder alleine. Ich habe gestern ein bisschen Schlaf nachgeholt. Das war auf jeden Fall nötig. Und dann habe ich den ganzen Abend bis nach Mitternacht noch ein YouTube-Video geschnitten und fertig gemacht und so. Das Confidence-Guide-Video. Ja, also die Wohnung, es ist kalt, die Heizungen gehen schon wieder nicht. Ich habe auf jeden Fall so gut wie nichts zu essen hier. Also ich lebe gerade so ein bisschen von Reiswaffeln und ich habe mir gestern bei Mr. Clou so einen riesen Chia-Pudding gekauft und so. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall einkaufen gehen, ein bisschen aufräumen, putzen, Bettwäsche wechseln, Wäsche waschen. Can you feel it? Can you feel the thunder?
mir gerade zum ersten Mal Trüffelöl gekauft. Ich wollte mir mal so Trüffelpasta machen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Döner und hole für mich und meine Schwester Döner. Und besuche auch meinen Hundi. Mir fällt es so schwer, wenn ich alleine zu Hause bin, nicht so viel am Handy zu sein. Es ist irgendwie so viel schwerer, sich loszureißen, wenn man niemanden hat, mit dem man dann so redet. Weiß nicht, kennt ihr das? Ich habe vor einiger Zeit auf TikTok ein Rezept gesehen, was so voll Herbststimmung bei mir ausgelöst hat. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich hatte mir das schon viel früher vorgenommen, aber nicht geschafft. Und heute läuft das Dings hier ab, deswegen müssen wir das jetzt heute machen. Und dann gehe ich später zum Spieleabend zu meiner Family und dann bringe ich das mit. Also, hier, sie hat so Blätterteig, dann nimmt sie so Äpfel, macht da so Ringe draus. Und dann fummelt sie den Teig darum, backt es mit Zimt und Zucker. Den Kommentaren habe ich schon entnommen, wie lange ich das backen muss und dass man am besten die Äpfel auch noch in Zimt und Zucker packt. Und dann werden das so Apfelcroissants. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Ich habe meinen Timer 15 Minuten gestellt. Da stand 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad Umluft. Und ich dachte schon, das ist ein bisschen heiß. Jetzt sind sie ein bisschen braun. Ich habe auch ein bisschen viel Zucker und Eiweiß aufgepackt. Schmeckt gut. Schmeckt ein bisschen wie Franzbrötchen. Weil ich da ja ohne Ende reingepackt habe, mit Apfel. Aber man kann die nicht so richtig hochheben. Wahrscheinlich muss man die so ein bisschen auskühlen lassen. Aber kann man machen. Schon nice. Du warst nicht in der Schule und ich unterschreibe das doch. Erstens unterschreibe ich. Passt gut auf, ja? Jim. Tür geschlossen. Türsteher. Ja. Tür geschlossen. Das ging schon los. Ach, wollte ich nicht mit dran. Mein Gehirn hat das nicht so schnell gecheckt. Ich war irgendwie gedanklich bei Zoo und Gorilla. Max! Was ist denn das? Kondome. Max, komm mir! Ich kann das doch in die Hand! Kondor. Schneller! Ja. Gleich! Ja.
Bootstour? Nein, nicht. Du darfst nicht reden. Du darfst nicht reden. Du darfst nichts. Keine Pantomime. Fenster? Fensterhebel, Fensterkipp. Kipp, Fenster, Kipp, Fenster. Die ganze Show macht sie da so alle Bewegungen. Flaschenbruch. Ja. Das heißt doch gestellt. Kuscheln, Kuschel, Kuscheltier. Kuschel. Kuschelbereich, Kuscheltanzbereich, Kuschel, Abstand. Kuschelregel, Kuschel. Kuscheltier. Hä? Kuschelspitze. Kuschel. Kuschelpunkt. Kuschelecke. Das war wohl die Ecke.